Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Infinite World. Ich bin's, der Black. Und wir haben in der letzten Folge einen Zettel Logic Controller samt Slice and Spice drumherum gecraftet. Ja, der ist jetzt fertig. Jetzt brauchen wir eine Ackerbaustation. Ackerbaustation. Da ist sie. Dafür noch den pulsierenden Kristall. Da fühlt uns ein bisschen Pulsating Iron. Na gut, das kriegt man aber auch noch hin. Ganz bestimmt. Neun? Kriegt man nicht hin? Das war Enderium und Eisen, ne? Oder Quatsch, Enderperle und Eisen, okay. Eisen. Haben wir. Und Enderperle. Enderperle. Haben wir auch. Dann gehen wir da mal hin und machen uns mal noch ein paar. Ja, wir gehen mal da hin und machen das einfach da drin. So. Kannst du? Kannst du? Ja, du machst auch, okay. So, 16. Enderperle. 32 und 64, damit wir es auch durchgewurstet kriegen. So. Okay. Soweit, so gut. Ein bisschen helfen wir hinten schon sicher fertig. Da ist es ja auch schon. Und warum sind da schon wieder zwei. Was soll das denn? Was soll das denn? Du hast das Zeug nicht rein, was du nicht brauchst. Voll komisch bist du. So wieder. So wieder. Na gut, dann müssen wir es einzeln reinlegen. Da baue ich die Maus keinen Faden ab. So, das Zeug hier hin. Dann noch einmal Ackerbaustation. Und Zip und Zip. 1, 2. So, so. Fertig ist er. 9. Aha. Jetzt aber. Zip und Hep. Hep. So, Bubel ist Sleeping und. Ich gehe auch mit. Schlupp. Okay, Geisterkalender war ein bisschen schneller. Ecki hat's erwischt. So, halte Schiff, pflanzt und erntet Feldfrüchte, benötigt Energie und passendes Werkzeug, zum Beispiel Hacke. Plünderung auf Werkzeug wird bei Ernte angewandt. Ein Upgrade mit Kondensatoren wird Reichweite sowie Energieverbrauch erhöhen. Ehrlich gesagt, ich brauche jetzt nicht so viel Reichweite. Ich könnte aber trotzdem mal eine Hake brauchen. Eine Hake. So, Eisen reicht da. Depp. Dankeschön. Rauf damit. So, hier hinten wollten wir es eh machen. Deswegen machen wir mal ganz kurz hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich Acker baue. Ich baue Acker. Ich bin ein kleiner Kacker, denn ich baue Acker. So. Das muss erstmal reichen. Was ich mal machen könnte, wäre hier so. Und die Ackerbaustation setzen. Okay. Dann machen wir das mal wieder weg hier. Pflanzen hier neu. Und damit haben wir hier eine Ackerbaustation. Die braucht auch ein bisschen Werkzeug, wie man sieht. Ist aber kein Problem. So, ich kann hier irgendwie ein bisschen noch was noch erneuern oder erweitern. Oder hast du nicht gesehen? Machen wir bei Gelegenheit. Ich brauche noch einen Tesserakt. Auch das brauche ich bei Gelegenheit und noch diverse andere Sachen. Gucken wir mal. So, Parasits wären schon mal nicht schlecht wahrscheinlich. Und den Tesserakt können wir ja erstmal hierfür nehmen. So, beziehungsweise wir bauen gleich mal noch einen oder zwei. Drei. Tesserakte, 1, so, hip. 1, 2. So, gehen wir nochmal hinter. Geschmolzenes Ender müsste ich ja, glaube ich, noch drin haben. Müssen wir mal gucken. Resonantes Ender, sehr schön. Und einmal laufen lassen. Hier drin, da drüben habe ich jetzt gerade keins, ne? Ne, nur Duraluminium. Nun gut. Dann eben nur. So. Lalalala. Na komm. Okay. Nächstes. Den nehme ich schon mal mit. Hier, guck mal, haben wir noch ein bisschen Enderium. Schön. Gehen hier hinter. Gehen dahin. Machen so. Machen so. Tesseraktrahmen rein. Tesserakt. So, Tesserakt. Kleine Kinder, große Kinderwelt. Habe ich noch Bronze? Nein. Dann werden wir da hinten mal was rauslassen. Da ist ja was drin. Habe ich noch gesehen?
Gerade eben geschmolzene Bronze, sehr gut. Dann gib mir mal wieder ein. So. Also hole ich mir mal ein Stück Bronze raus. Ja. Danach gleich nochmal. Lelelelele. Na komm, fest ist er. Weg ist er auch. Bronze her. Bronze auseinandernehmen. Okay, dann jetzt kriegen wir den Tesseract-Rahmen, den ersten auf jeden Fall voll. Der zweite ist jetzt mal nicht, noch nicht so wichtig. Deswegen Tesseract. Das ist der Rahmen. So, hier. Eins. Wobei wir auch den zweiten gleich machen können. Schadet ja nicht. Zwei. So weit, so gut. Einmal hier rein, einmal da rein. Dann so und so. Ja, toll. Habe ich überhaupt noch Signalium? Ja, zumindest das. Aber auch nicht mehr viel. Okay, da müssen wir auch mal irgendwann nachschieben. Aha, eins. Ja. Fehlt noch was. Hopp. Einmal drauf gedrückt. Einmal gebronzeblückt. Und zapp. So. Hier hin. Dahin. Dorthin. Tesseract. So. Zapp. Nummer 1. Nummer 2. Und damit hätten wir wieder. Oh, da brauche ich auch noch. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, wäre schon fertig. Offensichtlich habe ich mich geirrt. Aha. Aha. So, so. Okay. Nu aber. So, okay. Damit hätten wir 3 Tesserakte zur Verfügung. Die, ja, sollten wir erstmal verarbeiten können. Den ersten. Den huste ich direkt mal voll. Und setze den hier oben drauf. Bam. Und zwar so, so, so. Und so hier auch noch. Damit hätte der schon mal Energie. Und zwar Besitzer natürlich privat. 3, 4. Ja, müsste schon besetzt sein. Ja, 5 halt. 5. Unsere kleine Farm. Sehr schön. Der kann nämlich senden. Energiemodus nur senden. Nur empfangen. Energiemodus nur empfangen. Flüssigkeitsmodus. Nur empfangen brauchen wir nicht. Nur senden brauchen wir auch nicht. Item-Modus. Nur senden. Okay, soweit so gut. Das müsste eigentlich hinreichend ausreichen. Jetzt brauche ich noch ein paar Seeds, damit er auch ein bisschen sieht. Damit er ein bisschen siezen kann. So. Siezen sie uns mal. Also. Weizen. Guck mal, da haben wir noch ein paar. So. Und so. Dann die Hake. Ich kann nicht die, glaube ich, gleich nehmen. Eine Axt braucht er. Axt. Nehmen wir halt mal für die Eisenaxt. Dann. Goldaxt, ich weiß nicht, die Dinger werden ja eh nicht verbraucht, ne? Dann kann ich auch mal die hier nehmen. So, Effizienzhaltbarkeit, okay. Eisenhacke ist auch okay. Und das nächste, was er brauchte, war noch irgendwas anderes. Da muss ich gucken, was es war. Okay, rauf erstmal. So weit, so gut. Lililailo. Ich freue mich so. Ich freue mich so. So, also eine Schere brauchte er noch. Okay, kriegen wir hin. Also das dahin. Ne, das dahin. Das dahin. Und eine Schere habe ich nicht mehr einstecken. Oh. Ich hüpfe hier die ganze Zeit auf dem Feld rum. Soll man doch nicht machen. Aber der hat ja eine Hake, der im Normalfall sollte das auch alleine hinkriegen. So, gucken wir mal. Also, Schere. Schere. Toll. Schere. Komm. Ist ja egal welche. Und da wir tausende Eisen haben, können wir auch eine Eisen-Schere machen. Okay. Vorsichtig landen. Schiri ebenfalls mit rein. Sehr schön. Dann Output. Südwesten. Hier kann ich noch eingeben, was wohin kommt. Das dahin. Das dahin, das dahin, das dahin. Okay. Basisverbrauch. Ach so, klar. Kann noch keine Energie haben, weil ja unten noch kein Tesseract steht, der für die Energie zuständig ist. Das machen wir jetzt mal. Deswegen gehe ich hier hinter. Schlurf. Und baller hier noch einen hin. Deswegen habe ich auch ein paar mehr gemacht. Denn, wie gesagt, die sollen ja gleichzeitig halt auch noch die Flüssigkeiten vergeben. So, also 5. Und zwar Farm. Hat er vorhin nicht genommen. So, jetzt aber. Okay. Soweit, so gut. Der darf Energiemodus nur senden. Alles andere bleibt aus. Okay.
Denn der andere unten, der soll gleichzeitig für Energiemodus senden und dann halt auch ein bisschen Items empfangen. So sollte das dann passen. So, jeniger welcher, der dürfte jetzt Energie haben, wenn er richtig unten eingestellt war. Nein, war er nicht. Drum also, bam. Okay. Bam, bam, bam. Und schon fängt er an zu pflanzen. So, man sieht auch, ist jetzt nicht so groß. Die Reichweite ist aber auch nicht so wild. Das kann auch gerne so auf der Höhe bleiben. Ich brauche keine riesen Mega-Oberfarm. Das, was ich jetzt habe, das habe ich und das reicht mir auch. Ja, könnte mir gleich mal noch ein bisschen Dinge ins holen. Macht man gleich mal, warte mal. Bin gleich wieder da. Lalalala, lalalala. Wir dürften ja auch hier unten schon ein paar drin haben, deswegen gehen wir gleich mal hier hin. Knochen. Aha. So, 47 Stück, oder 64, ein Stack rausgehauen. Und wenn ich vercrafte, kriege ich sogar 3 Stacks raus. So war's. So, hip, hip. Ja. Dann können wir mal hier ein bisschen beschleunigen die Sache schon mal. Stipp, stipp, stipp. Ja, sehr gut. Bin zufrieden. So, Output, nehmen wir mal, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was hier wie ist. Wir machen mal den Output hier oben. Input, Output. So, okay. Den Rest dürfte er hoffentlich alleine hinkriegen. Kicken wir mal. Plim, plim, plim. Plim, plim, plim. Bin zuversichtlich, dass das jetzt schon mal so weit klappt. Dann brauchen wir unten natürlich einerseits die Wachstumsanzeige, andererseits den Tesserakt. Und wieder andererseits natürlich die Geschichte und dann Laborblöcke wären vielleicht nicht schlecht. Laborblöcke soll ja auch schön aussehen. So, Laborblöcke. Dann ganze Erde erstmal weg. So. So, und wir haben ja tausende Blöcke übrig, also kann ich da auch Laborblöcke nehmen, beziehungsweise haben wir auch noch eine Hacke. Wir hatten doch hier eine Behutsamkeitshacke, genau, die will ich auch haben. Ein bisschen Erde brauche ich auch noch. RD. Erf. RD. So. Hep, hep. 64 reicht auch. Okay, einmal hoch. Draußen wird schon wieder finster. Die Finsternis, sie naht in Schritten. Und manchmal ist sie böse und hat nichts zu tun. Nichts, dass ich das reiben muss. Bäm, ich freue mich. Soweit, so gut. Was wir mal machen könnten, wäre vielleicht mal hier ein bisschen rumfackeln. 1, 2. Ja, leck dich halt erstmal an die Wand, ist egal. Ja. Okay, hier auf dem Weg soll ja eh noch dann irgendwann mal Dingens hin, insofern ist das okay so. So raus, so rein. Schlurf und Schlaf und Schlurf. Okay, nee. Bin ja eins zu tief. Wollt das hier hinten machen? So, Geisterkalender hat den Realistic Ideological. Was weiß ich denn? So, hier unten habe ich schon ein bisschen ausgebuddelt. Da soll nämlich die Erde hin. Was ist das eigentlich? Erfolg, Lexikat, Botania. Okay. Warum auch nicht? So, Baumeister Stab. 4, 5. Einfach, dass die Kühe auch ein bisschen was zum Setzen und zum Blitzeln haben. Machen wir kurz hier Licht. Und so, Grasblock. Ist für die Kühe jetzt nicht zwingend notwendig. Aber es schadet denen auch nicht. Deswegen, ja, ist es halt so. Größe wieder ändern. Dann setzen wir das nochmal rein und machen nochmal Bäm. Okay. Hier, den habe ich auch gleich nochmal weg. Genau. So, Schaufel. Nicht mit der Spitzhacke. Na komm, jetzt habe ich keine andere da. Nehme ich die halt. So, das. Okay. Diamantspitzhacke. Echt eine Verschwendung, aber zählt ja nichts. So, ich mache erstmal hier unten wieder Fackellicht, bevor wir hier alles ausleuchten. Dann werde ich mir auch noch ein paar Glowstone holen. Und wir wollen das ja auch schön ausgeleuchtet haben. So, schönes, kleines
leuchtendes Labor hier unten. Mehr wollte ich ja gar nicht. Da bin ich vollkommen genügsam. Ein schönes, kleines, leuchtendes Labor. Alles andere ist irrelevant. So. Hip. 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 Toll. Ja, hier, Bruchstein, da ist er doch. Den suche ich die ganze Zeit schon. So, den setze ich hier rein. Und das hier. Und das hier. So, ausgeleuchtet ist so halbwegs. Ich kann ja F7 mal ausmachen. Und dann gehe ich schon mal hier hinter. Mal nach oben. Blub. 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 Und hier rein. Und Glowstone. Glowstone. Ich brauche Glowstone. 64 Stück. Das ist ein bisschen was. So viele werde ich im Leben nicht brauchen da unten, aber ja, es schadet auch nicht, ein paar mehr zu haben, als man hätte. So, warum haben wir jetzt das hier raus? Das da rein. Schüssel. Meißel. Anu. Meißel. Da ist er. So. Rein da und dann gucken wir mal, was machen wir denn für Blöcke? Emaillierte Fliesen, kleine emaillierte Fliesen. Runde Wand. Unscharfe Platte. Oh, emaillierte runde Wand. Guck mal. Eine Weile her, dass ich mit den Dingern gearbeitet habe. Soll ich, nee, die nicht. Ich will es aber auch nicht immer nur klinisch reinhaben. Andererseits soll es ja auch nicht so aussehen wie in Resurrection. Obwohl das doch gar nicht mal so schlecht aussah. Wandplatte. Die normale. Könnte man im Not verlassen. Ich lasse die normale. So. Arsch geleckt. So, so, so. Das kann ich auch wieder entähen. Größe wieder klein. So, so, so. Bom, 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 bom. Sehr schön. So weit, so gut. In dem Fall nehmen wir halt diese Dinger. Hab aufgenommen, auch wieder auf die Videos hochladen. Da mal nur. So, hab eine aufgenommen. Auch wieder auf die Videos hochladen und dabei eine normale Musik hören. Okay. Okay. Biba. Zip, zip, zip. Musste erstmal verstehen, was er jetzt meint, genau. Aber jetzt habe ich es mitgekriegt. Ne, Mobil. Wie heißt er denn jetzt? Mobil. Mobil ist jetzt auch nicht mehr da. Hat es entweder aufgegeben, ich weiß es nicht. Weil wirklich viel geworden ist ja bei einer nicht. Rein, raus, rein, raus. Rein ins Haus, raus ins Haus. Jetzt mache ich Pause. So. Okay, okay. Wir gehen hier hinter. Hier hinten hin. Ich bin auch blöd, Mann. Ich wollte erstmal zurück. Also gehen wir erstmal hier hinter. Hier hoch. Und gehen hier ran. Wäre denn erstmal Sand raushauen, Diorit, naja. Laborblöcke brauchen wir nicht. Das Zeug, ja, hat da eigentlich auch nichts drin zu suchen, wo ich es jetzt reingehauen habe, aber egal. So, die Wandplatten lassen wir. Enderperlen, die wollte ich hier hinten nochmal reinwursten. So. Und das kann da rein. Futterstation brauchen wir gleich. Lülülülülü. Dann als nächstes Glowstone, siehst du, da wollte ich ja Wandplatte wenigstens eine reinhauen, damit wir ein bisschen was hinbekommen. So. Mhm, mhm, mhm. Das müsste reichen erstmal für die ersten paar. Neun Stück. Hip. 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 So. Okay, wechsel immer noch, wo ich bin. Wo ich hin will vor allem. So, ein bisschen verbreitet sich schon. Das ist toll. Wir machen die Fackel nochmal aus. Ah, okay. Dann sehen wir, dass es hier oben ja rauf geht. Das soll aber erstmal nicht sein. Ich will ja sehen, wo es dunkel wird. F7. Sicher, sicher. Und dann hier einmal hin. Hier einmal hin. Hier einmal hin. Und erstmal gegenüber. So, hier. Okay. So weit, so gut. Genau, hier vorne, das wird sowieso noch. Das ist also kein Problem, das kriegt man hin. Dann als nächstes den Laborblock. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. So, erstmal bis dahin. Mehr muss noch gar nicht sein. Das kommt noch. Alles zu seiner Zeit, meine Freunde. Alles zu seiner Zeit.
schnell. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toll, das war Fehl. Habe ich, ja, habe ich. So. Bong, 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 bong. Ne, die können bleiben. Ja, bei so einem. Ja, doch ist. Bei so einem irgendwie begrenzten Raum ist es relativ wurscht, was der da setzt und wie das setzt. Hauptsache, es setzt was. So. Okay, hier noch eins vor, genau. Und dann hier hinten kann sein, dass ich die Wand ein bisschen anders mache. Die Decke selber, die würde ich meißeln. Und zwar mal gucken, was haben wir denn Schönes drin. Eine Wandplatte. Mal hier die Wand. Laborblock. Mach mal die unscharfen. Mach mal die hier. Ein die Decke. Und die Decke muss noch eins hoch. Hey. Das Ding ist viel zu schnell. Ich werde immer fliegen. Mit dem Teil hier. Und ich werde immer so. So, okay. Das war ja der Block, genau. Ich erinnere mich. Selber gesetzt. Trottel. So, okay. Wir machen erstmal hier ein bisschen vor, bis wir in Deckenhöhe sind. Das müsste jetzt reichen. Soweit, so gut. Den Rest auch noch weg. Wenn wir das geschafft haben, dann kann ich sagen, ja, ich freue mich. Ich könnte jetzt natürlich die Spitzhacke wieder umstellen und hier das ein bisschen schneller weghauen, aber ich meine, wegen die paar Blöcke muss man sich jetzt ja wirklich nicht überanstrecken. So. Okay, wir fangen an. Was ich mal machen will, erstmal fackeln. Solange hier vorne noch nicht ausgebaut ist. So, erstmal fackeln. Sehr gut. Dann gehen wir mal hier hinter, da hoch, hoppala. Und dahinter. Okay, und machen mal was anderes. Achso, Glowstone, genau. Jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Ich wollte noch ein paar von denen malen. Die werden jetzt alle hier schon durchgemalt sein. Ist nicht so wild. Aha. Machen wir das mal so. So. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Damit wir auch von oben ein bisschen Licht haben. Schadet ja auch nie. Nicht nur seitlich, sondern üblich. Üblich wäre löblich. So. Mal das Glowstone. Ich habe auch die richtigen gemacht, ne? Ja. Okay. Okay, bin ich beruhigt? Na toll. Diese Spitzhacke, ich muss da mal die Effizienz wirklich noch ein bisschen runternehmen. Schlimm. Wenn du nicht farmen willst, dann haust du dir alles kaputt. Schlimm, 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 schlimm. So, nichtsdestotrotz muss ich jetzt nochmal kaputt hauen. Und zwar hier einmal. Und hier einmal. Und hier vorne setze ich nochmal hin. Da. Dann ist das Ding hier schön beleuchtet. Grünes Glas haben wir auch. Wir können noch entleitetes Glas vorne ransetzen, damit wir auch schön was sehen. Das war's schon. Na gut. Meißel. Ohne Scheißel. Wir haben ja einen Meißel. Dim. Nein, das war nicht korrekt. Die Laboratory Blocks machen so schöne Geräusche. Das muss man sagen. Das halte ich denen zugute. So, okay. 1, 2. Soweit, so gut. Unten noch austauschen. No. Mach ich einfach auch aus dem hier. So, okay. Dann könnten wir mal Glas ansetzen. Einmal noch hoch. Glas. Was haben wir denn da? Wir haben Turbinenglas, Quarzglas. Würde gehen. Quarzglas, Glas. Ich will mal gucken. Hep. Manchmal geht sowas ja. Blasenglas, Glas. Ziemlich klares Glas. Das wollte ich wissen. Das auch. Und ja, nehmen wir mal ein Stück Glowstone. Will mal gucken, ob sich dieses ziemlich klare Glas ebenfalls vercraften lässt zu leuchtendem. Bin mir nämlich nicht sicher. Das andere ist explosionssicher, aber das ist mir ja hier Wurst. Scheint zu klappen. So, erleuchtetes klares Glas. Verbreitet Licht.
Sehr schön. Ja, was willst du mehr? Enderperlen, das zum Beispiel. Das willst du mehr. Aber den brauchst du nicht. Deswegen will ich den ja auch nicht. Und so. So, als nächstes gehen wir runter, müssten mal die Futterstation vielleicht mal hinsetzen und vielleicht, das wäre noch besser, mal die Wege, wo was lang führt und so und überhaupt. Und ja, erstmal die Futterstation. Immer eins nach dem anderen, meine Freunde. Drum. Hier hinten hin. Bumm. Bumm, bumm. Das machen wir nochmal off hier. Dann machen wir mal hier zu. Setzen hier unten die Futterstation rein. Extra ein bisschen an den Rand. Ich will nicht, dass die Viecher unnötig hier rausbacken. Und selbst wenn, ist hier eine doppelte Wand, das ist dann okay. So, dann brauchen wir natürlich auch noch Leitungsrohre. Die habe ich natürlich nicht mit. Lül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 
Zuerst setze ich aber erstmal noch zumindest die ein, zwei Blöcke, die ich habe. Hier erleuchtetes klares Glas. Wahres Glas, genau. Klares Quarz. So, so, so. Und kann dann hier drin schon mal die Kühe reinhauen. Die Babys werden wahrscheinlich dann schon rausmoven. Ist aber erstmal egal. Das kriegen wir dann schon gebacken, hoffe ich mal. So, nichtsdestotrotz heißt das aber erstmal, dass wir vielleicht mal hier hintergehen und mal einen Screenshot machen für das Ende der Folge. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.